Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 1. Ihr habt nichts verpasst, denn ich bin schon eine ganze Weile rumhergelaufen. Ich glaube, das hätte euch nur gelangweilt und deswegen bin ich jetzt hier gerade auf dem Dach. Da will ich mal was zeigen, was ich entdeckt habe. Das ist die einzige. Ich hoffe, das ist nicht die einzige kleine Entdeckung, denn das ist denn wirklich kein ganzes Video wert. Denn ich habe. Ja, da ist ein Schlüssel aufgehängt. Es ist knapp außer Reichweite, ja. Was ich mir gerade überlegt habe, ja, weil hier ja so ein Ventil ist, wenn ich es aufdrehe, dass vielleicht den Schlüssel weiterspült. Ha! Dachte ich mir es doch. Vorher konnte ich das nämlich nicht. Na, das ist ja schön. Ja, das Wasser fließt in das falsche Loch. Vielleicht könnte ich es irgendwie zustopfen. Oh. Zustopfen. Moment, ich habe doch diesen Gummiball. Das fließt in das falsche Loch. Moment, ja. Ich habe ja der einzige Gegenstand, den ich in dem ganzen Haus jetzt noch gefunden habe, ist dieser Gummiball. Und wieso nimmst du den nicht? Das fließt in das falsche Loch, ja, außer Reichweite. Zustopfen, ich hab doch nichts sonst. Soll ich meine Taschenlampe nehmen? Kann ich den nicht untersuchen, irgendwie was wegmachen? Oh, jetzt hänge ich schon wieder fest. Alter, da bist du schon mal ein Stück weiter. Zustopfen. In welcher Hinsicht? In welche Richtung? Von der Seite bestimmt nicht. Da sehe ich ja nichts. Oh. Nichts Besonderes. Das sieht aus wie ein Loch. Mit, kann ich den, wenn ich den jetzt hier nicht reinstecken kann, den Gummiball. Oh, Halleluja. Habe den Gummiball verwendet. Das ist ja wunderschön. Das ist ja wunderbar. Lass uns mal hier am nochmal drehen, das Abfluss. Mal sehen, bin ich gespannt. Es klappt, es klappt. Jetzt nur die Frage, ob der Schlüssel auch rausgespült wurde und nicht ins nächste Stockwerk. Der Schlüssel ist in den Abfluss hinuntergespült worden. Ah. Kann ich denn wenigstens den Ball wieder mitnehmen? Nein, ich brauche den hoffentlich nicht mehr. Oder? Der Ball steckt im Rohr fest, in den Abfluss. Oh, der Abfluss, das ist dann unten im Keller. Ja. Das logischerweise. Das Abblinzeln, nichts Ungewöhnliches, okay. Nichts Ungewöhnliches, das Abflussventil, was gerade dafür gesorgt hat, dass wir mit dem Ball wenigstens den Schlüssel in nach unten gespült haben. Der ist nach unten gespült. Also, wo soll ich denn da suchen? Wo soll ich denn da suchen? Schauen wir mal auf die Karte. Ich stehe jetzt hier oben. In diesem Labor wird kaum was sein. Eigentlich gehe ich mal eher davon aus. Wo stehe ich jetzt gerade? Moment, ich stehe oben. Ich stehe oben. Na, wenn ich die Toiletten gesehen hätte, dann vielleicht hätte es dahin gespült.
In den Boilerraum komme ich nicht hin, denn da gibt's irgendwie keine Verbindung. Das bedeutet, wir müssen wieder suchen. Zumindest komme ich von den Treppen hier nach unten. So, was haben wir denn hier für Räume eigentlich? Dass ich mich zu sehr verlaufe, aber der Schlüssel. Der Schlüssel, the key must be down under. Und das nicht in Australien. Wie komme ich da hin? Große Frage, den Schlüssel zu holen. Ich bin ja schon froh, dass ich was erreicht habe, dass ich oben mit dem Gummiball endlich, dass ich diesen Gummiball los bin. Oh nein, das wird jetzt ein Katz-und-Maus-Spiel, das sage ich euch. Die nächsten Treppen. Na, angenommen, ja. Wir gehen mal. Das geht nach oben nur. Da drüben geht's down, nach unten. Aber ich glaube, das Problem ist hier, das sieht alles anders aus. Das ist alles irgendwie hier durch, dadurch, dadurch und dann geht auch die Tür nicht auf. Oder wo hat's den Schlüssel hingespült? Gibt es hier nur eine Tür? Oder zwei? Weil das hier ist abgeschlossen. Und ich komme deswegen auch nicht da hinunter. In welchen Abfluss ist denn das? Oh, das die Halle, die. Soll ich in die Toiletten gucken? Das könnte natürlich auch sein, ja. Wenn ich jetzt hier geradeaus. Wenn es klappt und ich komme durch, da ich den Schlüssel dort finde. Wieder sieht es anders aus. Moment, wir sind ja schon da. Ein hängender Körper. Warum wurde jemand... Ja, warum wurde jemand? Die Frage... Leonard Rini rein. Das Monster lauert. Das Monster lauert? Was soll das bedeuten? Also hier sieht es nicht so aus, als hätte was runtergespült. Das kann nur hier sein, irgendwie. Nicht in den Waschbecken, sondern... diesen zwei. Toilettenabteilungen. Oh Mann. Wo ist der Schlüssel? Das ist das Einzige. Ich komme sonst nicht irgendwo. Ich wüsste nicht wohin. Ist das jetzt mit dem, hier unten ist ja das Rohr. Man erkennt es ja auch schlecht. Ich kann hier klicken, wie ich will, es passiert nichts.
Wisst ihr das? Schreibt's mir. Nein, ich bin nicht live. Ja, okay, ich weiß. Ich weiß. Sehe ich hier was? Alter Schwede, ey. Da komme ich vielleicht von... Dreh dich andersrum jetzt mal. Hä? Hä, was? Wie bitte? Wieso bin ich jetzt hier falsch? Wieso bin ich jetzt hier allein? Ja, muss ich wirklich hier nochmal durchgehen? Das war da jetzt ein Witz, oder? Nein, also der Computer sagt nein. Ne, ich muss noch mal schauen. Wo geht's nach unten? Down geht's hier drüben. Hier schon mal. Das kann man jetzt natürlich auf jeden Fall. Ach, warum ist das abgeschlossen? Wo soll ich denn den Schlüssel finden? In welchem Rohr ist der denn da nach unten? Hä? In welchem Rohr ist dieser Schlüssel gelandet? Da gehe ich in die Halle. Ist das irgendwo draußen vielleicht? Draußen, ich meine draußen, lass mich doch mal raus, immer das ringsrum. Ich wäre so froh, den Schlüssel zu finden, ohne Mist. Also. Jetzt reicht's langsam mit dem Umkreislaufen. So, gibt's hier irgendein Rohr? Hier ist ein Baum. Oh! Ich hab mir... mir geht hier fast einer ab. Ich hab den Schlüssel gefunden. Das kann doch wohl nicht sein. Oh, Entschuldigung, ich übersteuere. Ich sehe es gerade. Tut mir leid. Das nimmt mir nicht.
Nehmen Sie mir bitte nicht so krumm. Ah, ich bin aufgeregt. Der Klassenzimmer. Ein Klassenzimmerschlüssel. Dann lass uns mal schnell schauen, in welche Richtung das Klassenzimmer nochmal. Storage. Ist ja egal, welche. Classroom ist... Ah, ja, natürlich, irgendeins von beiden wird es schon sein. Ah, das sind doch Klassenzimmer, das sind doch alle beide, die sind doch offen. Die beiden Klassenräume sind doch offen. Welches Klassenzimmer soll denn dazu? Classroom, das sind die beiden, die offen sind. Hier muss ich nochmal schauen, was das für ein Schlüssel überhaupt ist. Klassenzimmerschlüssel. Der Klassenzimmerschlüssel mit Anhänger, der in der Dachrinne hängt. Ja, genau, den ich in der Dachrinne hatte. 2NW. 2NW. NW 2. Ich muss noch eins höher. Habe ich die Treppen hier irgendwo? Mein Gott, ist das ein Gedrehe. Wenn du es mal eilig hast. Okay, ich schaue nochmal auf die Karte, wie sie am besten kommen. Ich will am besten kommen. Das ist, ich bin im ersten und ich muss ins zweite. 2NW. Muss ich unbedingt, weil irgendwas ist da zugeschlossen. Irgendwas stimmt da nicht mit euch. Irgendwas ist hier faul. So, jetzt mal die Richtung, wo stehe ich denn überhaupt? Die Treppen down, down, die Treppen sind da drüben. Zurück, dort raus, die Haupthalle raus, Mensch, wo läufst denn du hin? Die Haupthalle jetzt raus, ah, echt, Leute. Das Gekucke, das nervt mich genauso. Halle rüben rüber und das will ich wenigstens noch machen. Ja. Ich will wissen, was mit dem Klassenzimmer los ist. So, die Treppen. Das sind so Räume, die ich noch durchqueren muss. Alter Schwede. Rechts rum, dort rein, dort rum, dann nochmal rum. Oh, Alter, das ist ja diese Anderswelt, die kann den Augen auch nerven. Komme ich den Treppen jetzt näher? Nein, andersrum. Anders. K.
geradeaus, die nächste dann rechts. Kein Wunder, das Telefon war ja eigentlich auch der nächste Ort, wo ich hätte wahrscheinlich lang müssen. Würde ich mal meinen. Stock 2, Klassenzimmer. Und auf dem Schlüssel steht eine 2. Das bedeutet, dass es auch in den zweiten Stock geht. So, jetzt frage ich mich mal, welcher Raum... Wir sind hier, wir haben 4 Klassenzimmer auf der einen und auf der anderen Seite. Welcher war hier verschlossen? Ich glaube nicht. Könnte vielleicht ich muss den Schlüssel dann noch mal betrachten. Das sind die hier drüben. Da drüben ist alles zu. Nicht hier. Die andere Seite. Entschuldigung, wenn ich jetzt so viel auf die Karte schaue. Es gibt hier, hier ist ja was eingezeichnet. Das ist ja drüben geradeaus. Wenn das nicht aufgeht, dann weiß ich auch nicht. Das wäre Nummer 1. Unten ist nochmal schwarz. Der Klassenzimmerschlüssel verwendet. Oh. Kommt hier jemand? Alter, ich habe geschossen. So. Hat das eventuell was mit eventuell? Es ist nicht abgeschlossen. Okay, ich schau mal, wo ich bin. Denn ich gehe erstmal in den anderen Raum. Musik, die irritiert mich total. Ja, hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Hier war ich noch nicht. Ist das eventuell, wo ich... Oh, hier, schön. Ich glaube, ich nehme erstmal einen Drink. Einen Drink. Was erzähle ich denn hier von Mist? Jetzt kann ich nach unten. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit gemeint habe. Ich will ja nach unten endlich mal. Obwohl, nein, ich war doch, das ist doch nicht ganz unten. Es ist nicht abgeschlossen, Freunde. Jetzt ist das wenigstens offen.
Das hinter mir ist jetzt offen. Den Raum suche ich nach der ganzen Aufregung, nach der Suche nach dem einen Schlüssel. Ich muss mir nur eins merken, dass ich hier weitermache. Meine Güte, Leute, ich hoffe, ich habe nicht zu sehr übersteuert. Ja, Aufregung ist manchmal da und ist eben so. Okay, ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen und dass ihr bis hier das durchgehalten habt. Die Suche nach dem Schlüssel, so werde ich wahrscheinlich das auch nennen. Dann sage ich mal, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier bei Silent Hill.